Mit einem Informationsstand am Eichstätter Marktplatz beteiligte sich der Eichstätter Diözesanverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes beim bundesweiten Equal Pay Day. Melanie Reinbold, die Geschäftsführerin des Frauenbundes, erklärt, worum es geht. Das ist der Tag, an dem Frauen darauf aufmerksam machen wollen, dass Frauen immer noch nicht den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit verdienen. Und heute, dieser Tag, ist eben der Tag, der kenntlich macht, dass die Frauen von Anfang des Jahres bis heute nacharbeiten müssten oder mussten, um jetzt das Gleiche dann zu haben wie die Männer im vergangenen Jahr, plus diese Tage jetzt bis März. Woher kommt es, dass Frauen weniger verdienen als Männer? Ja, es sind viele verschiedene Gründe, die da dahinter stehen. Zum einen, denke ich, ist es so, dass Teilzeitarbeit natürlich weiblich ist. Also Frauen, die in Teilzeit arbeiten, haben von Grund auf einen niedrigeren Stundenlohn, weil Arbeitgeber schon von vornherein aus davon ausgehen, dass sie da nicht das Gleiche leisten können wie Vollzeitkräfte. Aber es ist auch so, dass es oftmals noch mit der unterschiedlichen Qualifikation, mit der Bildung von Männern und Frauen argumentiert wird, wobei das nicht mehr haltbar ist, denn Mädchen machen heute besseren Schulabschlüsse, sind in den Hochschulen genauso höher, sogar noch vertreten als Männer. Also ich denke, am allermeisten liegt es daran, dass einfach die Aufklärung nicht genügend vorhanden ist und das Wollen von den Arbeitgebern, dass das Gleiche an Frauen gezahlt wird wie bei Männern. Und das Dritte, das denke ich, ist, dass die Frauen selbst einfach stärker und härter verhandeln müssten. Für ihre gute Arbeit sollten sie auch ihren guten Lohn kriegen. Sie gehen heute mit dem Katholischen Deutschen Frauenbund auf die Straße. Was wollen Sie erreichen? Also es geht um Aufklärung. Wir haben heute ja auch Ferienbeginn. Junge Mädchen zu sensibilisieren, macht eine gute Ausbildung, bewerbt euch entsprechend und fordert aber auch euer Gehalt. Und es geht einfach darum, in der Gesellschaft, gesamtgesellschaftlich, Frauen und Männer einfach auf diese Ungleichheit, die es tatsächlich einfacher ist, aufmerksam zu machen, damit sich einfach was bewegt für die Frauen. Eine Frage noch. Sie sind also heute am Stand am Marktplatz in Eichstätt. Was gibt es bei Ihnen, außer dass Sie die Leute auf diesen Tag aufmerksam machen? Ja, also wir wollen mit diesen Goldtalern die Frauen darauf aufmerksam machen, fordert euren Lohn, fordert euer Gehalt. Und wir haben hier Broschüren vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Jugend, wo wir auch zeigen wollen, hier könnt ihr euch informieren, hier könnt ihr Unterlagen anfordern. Dann haben wir hier vom Frauenbund diesen Wiedereinstiegslotsen, wo ganz klassische Ratschläge bzw. Informationen auch drauf sind, wie man bei Gehaltsverhandlungen, beim Beschäftigungsumfang, bei Arbeitsorten und so weiter sich gut sattelt, damit man einfach in Zukunft Gleichberechtigung auch im Berufs- und Arbeitsleben erhält. Verdienen immer nur ein Viertel weniger als Männer. Echt? Ja. Ist ja gemein. Bis von Jahresanfang bis jetzt haben praktisch wir Frauen umsonst gearbeitet im Vergleich zu den Männern, weil wir ein Viertel weniger verdienen als die Männer für die gleiche Arbeit. Das geht doch eigentlich gar nicht. Nein. Genau. Ihr macht es mal besser.